Es ist ein kleines Kinderbuch, doch darin geht es um eine große Idee. Es wird die Geschichte von Mina erzählt, einem kleinen Mädchen, das gerne selbst einmal bestimmen möchte. Entstanden ist das Buch an der HAWK und wurde nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Minas Geschichte stammt aus der Feder von HAWK-Präsidentin Professor Christiane Dienel. Ja, wenn man über starke Mädchen im Kinderbuch nachdenkt, kommt immer zuerst sofort Pippi Langstrumpf und vielleicht noch Ronja Räubertochter. Beide sind ganz wild, außergewöhnliche Mädchen, die sich nicht anpassen, die aus allen Normen ausbrechen. Aber die mit kleinen Mädchen sind ja häufig ganz nett und wollen auch freundliche Mädchen in rosa Röckchen sein und sind gar nicht solche Revolutionärinnen. Und deswegen soll unsere Mina so ein Mädchen sein, das durchaus auch reinpasst und die aber trotzdem Bestimmerin wird. Und das wollen wir den kleinen Mädchen mitgeben. Unterstützt wurde Dienel von Kinderbuchlektorin Maria Rutenfranz von DTV Junior. Die Illustration machte Nadine Sudmeier. Sie reichte einen von 12 Entwürfen ein, die Studierende während eines Projektsemesters entwickelten und bekam den Zuschlag. Ja, in der Geschichte geht es um Mina. Sie ist 6 Jahre alt und kommt dann auch bald in die Schule. Und sie hat das Problem, dass sie sehr viel Bestimmung erfährt von oben. Und sie möchte das nicht mehr und möchte selber bestimmen. Und ihre Mutter erklärt ihr im Anschluss dann jede Menge Berufe, bei denen sie selber bestimmen kann. Ihr Entwurf habe die richtige Mischung aus Bekanntem und Überraschendem, so die Jury. Ihre Entwürfe würden sowohl individuell sein, als auch einem breiten Publikum gefallen. Illustrieren geht schnell, wenn man die Charaktere hat im Prinzip. Also wenn man weiß, wie der Charakter aussieht von der Seite, von vorne. Dann, und die Farben hat, also für eine Zeichnung, 3, 4, 5 Stunden hat sich dafür eingerechnet. Und so lief das dann auch. Also sobald man auch die Skizzen hat, geht es eigentlich recht flott. Mina will Chefin werden, ist nach Susi will Bauingenieurin werden, das zweite Büchlein, das Studierende von Grafikdesign-Professor Alessio Leonardi im Rahmen eines Wettbewerbs illustriert haben. Er hat die Studierenden während des Projektsemesters als Dozent begleitet und saß auch in der Jury, die am Ende die Entscheidung treffen musste. Und dieses Spagat zwischen eine sehr konkrete Aufgabe und eine eher freiere Herangehensweise war, was die Sachen spannender gemacht hat. Kooperiert wurde auch mit dem Zonta-Club Hildesheim und dem Gleichstellungsbüro der HAWK. Mit dem Büchlein soll es in der Diskussion um Gleichstellung einen Impuls in puncto Rollenmuster für Mädchen und Jungen geben, denn es geht auch darum, Mädchenbilder vielfältiger werden zu lassen, und das sollte schon früh losgehen.